Elias guckt schon. Ja. Was sagst du? Naja, bin gespannt. Also klingt jetzt erstmal sehr uneindeutig. Ja, aber du bist schon mal Schlittschuh gelaufen am Leben. Ich bin zwar gelaufen, ja, und ich weiß, dass das tatsächlich schwierig ist, vor allen Dingen also Geschwindigkeit aufzubauen. Aber machen die das jetzt hier oder wie? Nee, das machen die nicht tatsächlich hier. Das wäre utopisch. Ich dachte, das wär Elias, dafür geworden. Braucht man Eis. Ja, ich hab dachte, ich hol es Eis. Das ist ein bisschen schwierig geworden. Wir warten 3-4 Stunden hier, dann sind sie auch gefroren hier. Absolut, nein. Wir haben weder Kosten noch Mühen geschaut. Wir schalten jetzt live rüber. Und zwar in die Eissporthalle hier in München zu meiner charmanten Kollegin Janine Ullmann. Und die steht da schon mit Anna und Eva. Und damit herzlich willkommen hier bei Beginner gegen Gewinner. Hallo Joko. Hallo hier aus der Eishalle. Genug Eis haben wir hier, das kann man euch schon mal sagen. Ich habe zwei großartige Frauen hier bei mir. Wir sind in Grafing, das ist irgendwo bei München. Wer weiß das schon so ganz genau? Wir haben Anna hier zu meiner Linken, Profisportlerin, und Eva, keine Profisportlerin. So muss man es leider sagen. Aber guck mal, es ist ein extra Applaus für dich gerade. So, pass mal auf. Also es geht um Short Track. Jetzt hier gleich, das ist deine Paradedisziplin, Anna. Also du hast einen kleinen Nachteil natürlich, weil du gegen eben den Profi hier antrittst. Du hattest aber die großartige Idee, hier genau das zu machen. In diesem Moment, wie fühlt sich diese großartige Idee jetzt für dich an? Also gestern am Training habe ich erst eine Runde geweint, weil die Füße so geschmerzt haben. Aber jetzt habe ich die Woche durchgezogen und verlieren kommt jetzt eigentlich nicht mehr in Frage, von daher. Sehr gut, ehrgeizig ist sie, das kann man schon mal sagen. Und natürlich wollen wir auch den Kampf fair machen, vor allen Dingen natürlich für dich, gegen die Anna, unseren Profi. Deswegen haben wir auch ein paar gute Ideen gehabt. Wir haben uns nämlich ein paar Handicaps für euch überlegt. Kommt mal einen Schritt nach vorne und dann drehen wir uns mal so in einer halben Pirouette, ganz galant, in die andere Richtung. Denn hier kommen jetzt die drei Handicaps und Eva, du darfst dir nur ein Handicap aussuchen, musst also gleich richtig gut entscheiden. Handicap Nummer 1 kommt jetzt hier. Guck mal, das Schild, das gehört zu diesem Tisch. Seht ihr schon, da liegt ein Croissant, da ist ein kleiner Espresso bereitgestellt. Das bedeutet nämlich, dass während du gleich beim Startsignal schon losdüsen könntest, falls du dich für dieses Handicap 1 entscheidest, da werden wir ein bisschen plaudern. Ne? Wir haben dann ein bisschen Zeit, an diesem Tisch zu stehen, Espresso zu trinken. Du kannst dich ein bisschen stärken mit diesem Croissant. Also, das heißt, das wäre dein Vorsprung, 45 Sekunden. Du kannst dich aber auch für Handicap Nummer 2 entscheiden. Und da kommt es auch schon. Unser Stuhl, nenne ich ihn einfach mal. Dieser schöne Korbsessel auf den Kufen. Ihr seht es, da sitzt auch eine Figur drauf. Also, das wäre Handicap Nummer 2. Das würde heißen, Anna, du müsstest das die ganze Zeit vor dir herschieben. Ne? Also, das ist dann quasi dein Problem. Das wird dich auch ein bisschen verlangsamen. Kannst du dir natürlich auch überlegen. Oder du entscheidest dich für Handicap Nummer 3. Da haben wir einen Schlittschuh. Das ist ja erstmal für dich im Grunde kein Handicap, oder? Nein, auf jeden Fall. Also, Schlittschuhe bräuchte ich schon, ja. Ja, die brauchst du natürlich. Aber in diesem Fall machen wir es einfach genau umgekehrt. Du musst die gesamte Strecke rückwärts fahren. Auf jeden Fall sieht es dann nicht so elegant aus, wie ich gern im Fernsehen zeigen würde. Aber das sind sie, die drei Handicaps. Also 45 Sekunden Zeitvorsprung für dich oder dieser Korbsessel, den Anna die ganze Zeit vor sich herschieben muss, oder der Schlittschuh, mit dem Anna rückwärts laufen muss, auf dem Eis. Du musst dich jetzt entscheiden. Welches Handicap willst du? Ich tendiere zu Handicap 2. Aha, warum? Ich glaube, bei 1, wenn sie da richtig lossprintet, kriegt die mich auf jeden Fall noch, denke ich mal. Ja. Und ich glaube auch selbst rückwärts. Anna macht das, seitdem die ganz klein ist und trainiert jeden Tag. Ich glaube auch rückwärts würde sie mich schlagen. Okay, also Handicap steht damit fest. Bist du damit denn einigermaßen einverstanden? Doch schon. Also ist auf jeden Fall was anderes und ich bin gespannt. Wir machen uns jetzt hier bereit und sind vor allen Dingen sehr gespannt jetzt gleich auf euren Wetteinsatz, Joko. Ja, bin ich auch gespannt. Dadurch, dass man selber jetzt auch nicht vor Ort ist, finde ich, fühlt sich schon mal schwerer an, es einschätzen zu können. Ich finde es wirklich schwierig. Ich finde auch, die Handicaps sind ziemlich hart jetzt bei, für Anna. Also rückwärts, klar, ne, sie ist, lebt mehr oder weniger auf dem Eis, aber rückwärts ist trotzdem, trotzdem was anderes. Fand ich auch. Wie viel wiegt das, was sie schieben muss? Wie viel wiegt das, habe ich mitbekommen? 15 Kilo wiegt das. Ja, aber das schiebt ihr doch weg.
Ich glaube auch, dass sie eventuell fast das leichteste Handicap genommen hat, aus meiner Sicht. Also die 45 Sekunden ist schon, wäre, glaube ich, schon ein ganz schönes Brett gewesen, Vorsprung. Es trägt sie aber aus den Kurven, ne? Weil du natürlich 15 Kilo, wenn du sie mit Speed anschiebst, die, das ist ja... Aber dafür werden sie, das ist ja, was ist denn das für eine Strecke? Das ist, ist sau eng, die Kurve, ne? Das ist richtig eng. Das ist eng. Ja, das sind okay. Ungefähr, ich glaube, das sind 500 Meter müssen die fahren, 125 Meter eine Runde. Das Ding da um die Ecken zu kriegen? Ey, lass uns da nichts riskieren. Was haben wir denn da noch? 25, 15, 1500... Machen wir vielleicht nichts falsch. Nee, lass was? 400 machen, wirklich. Würde ich auch sagen. Ja, 400? Ja, wenn du okay bist. Okay, 2 gegen 1. Ja. Ja. Die 400 Euro sind eingeloggt von eurer Seite. Dann hole ich die 400 Euro hier rüber, stell sie vor euch. 400 Euro, ich würde sagen, das ist ein guter Tipp. Weil selbst wenn sie gewinnt, sind 400 Euro weiter, aber die großen Beträge, das Risiko ist zu groß. Ja, und mit den gewählten 400 Euro gebe ich dann auch wieder ab an die liebe Janine und sage, wie ist denn das angekommen, die Diskussion? 400 Euro ist das, was hier gesetzt ist. Wie fühlt sich das an für Eva? Ist das euer Ernst? 400 Euro? 400 Euro haben die nur gesetzt. Ihr habt euch jetzt echt mindestens mit 3 Frauen richtig verscherzt hier gerade. 400 Euro, was sagst du dazu? Mies. Da fehlen mir die Worte. Also mir auch. Ganz ehrlich, Nico, seitdem du in Rente bist, bist du echt knauserig geworden. Das eine wollte ich dir mal sagen. Aber gut, wir werden jetzt gucken, was passiert. Ich habe hier übrigens noch einen richtig offiziellen dabei. Schiri Florian, du wirst jetzt hier alles gleich richtig gut im Blick haben. Auf was achtest du? Auf der Bahn ist wichtig, dass sie die Bahn nicht verlassen und nicht innen durch die Hütchen fahren. Ansonsten würden sie disqualifiziert werden, aber ich glaube, das passiert halt nicht. Also Bahn nicht verlassen, nicht irgendwo verstecken. Kommt, wir gehen mal an die Startposition. Es sind 500 Meter, die ihr gleich hier vor euch habt. Das heißt, in dieser Halle sind das 4,5 Runden. Also ihr werdet auf der gegenüberliegenden Seite dann ins Ziel einlaufen, nach 4,5 Runden. Viel Glück, toi, toi, toi. Jetzt gibt's dir gleich den Startschuss und Elmar, damit übergebe ich an dich. Wir sind tatsächlich auch gespannt. Keiner weiß so genau, wie Anna mit diesem Schlittstuhl da wird umgehen können. Und Florian wird jetzt den Startschuss geben. Wer kommt zuerst in Führung? 4,5 Runden, 500 Meter, die kürzeste Distanz im Short Track. Es ist eine 111 Meter Runde in etwa. Wir werden jetzt vor allem an den Kurven sehen, ob Anna es hinbekommt, enge Radien zu fahren. Eva macht es gut. Die hat sich die letzten Tage hier wirklich ins Zeug gelegt. Sie wollte unbedingt den Sieg. Das ist ein enger Radius. Es sind ein Radius von 9 Metern. Und Eva ist hier vorne. Anna hat den deutschen Rekord auf diese Distanz aufgestellt. Der steht bei 43 Sekunden und ein paar zerquetscht. Das kann sie natürlich nicht schaffen mit dem Stuhl. Und sie hat ganz schön zu kämpfen. Sie kommt da nicht ran. Wie gesagt, es sind nur 4,5 Runden, die Eva hier hinlegen muss. Und sie hat jetzt schon den Vorsprung einer halben Runde. Und Anna bekommt den Stuhl nicht so richtig in den Griff. Schauen Sie mal da, wie der rausdriftet. Sie kriegt die Kurve nicht gekratzt. Und da geht natürlich eine Menge Zeit verloren. Jetzt ist Eva ihr gleich schon im Rücken und wird sie wahrscheinlich sogar überrunden. Da fällt sie zum ersten Mal hin. Aufstehen, weiter geht's, kein Problem. Die Füße tun weh. Das heißt, kämpfen, durchkommen, diese 500 Meter irgendwie überwinden. Und die Frage ist ja, ob Anna das mit dem Stuhl jetzt auf die Dauer hin etwas besser hinbekommen wird. Schön übersetzt sie da, Eva. 24 Jahre ist sie alt, kommt aus Köln, wird ihr Lehramtsstudium an der Deutschen Sporthochschule angreifen und sie ist in der letzten Runde. Und jetzt überrundet sie gleich Anna, die keine Chance hat, die nicht so recht das Tempo aufnehmen kann. Sie ist es eigentlich gewohnt, mit knapp 50 Stundenkilometern hier die Runden zu drehen. Und jetzt marschiert Eva zum Sieg. Also die Beginnerin Eva, die holt sich hier den Sieg in Short Track und das vollkommen zu Recht und vollkommen verdient. Völlig außer Atem. Komm noch mal eine halbe Runde hoch mit uns. Herzlichen Glückwunsch, ich komme schnell zu dir. Du hast es tatsächlich geschafft. Okay. Ich habe noch nicht mal Schlittschuhe an und leg mich gleich hin. Wie war's für dich? Du warst richtig schnell. Ja, passt. Geh ich mal kurz hier rum. Ja. Und du bist gar nicht so richtig außer Atem. Es geht. Aber ich bin froh, wenn ich gleich die Schuhe ausziehen kann. Wann wusstest du, du hast Anna richtig im Griff? Ich muss ehrlich gesagt sagen, in der ersten oder zweiten Kurve habe ich schon gehört, so, die ist irgendwie ganz schön weit weg. Ja. Und dann konnte ich ruhig weiterfahren, ja. Einmal hast du dich aber hingelegt. Gehört dazu. Aber bist auch schnell wieder hochgekommen, ja. Ne?
echt gut gemacht. Also wirklich Hut ab. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wie geht's dir? Ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen mehr außer Atem. Also, es war nicht geplant, dass das Ding so schwer ist. Und was heißt denn hier, das war nicht geplant? Ja, es sah nicht so schwer aus irgendwie. Und es war fast anstrengender als ein richtiger Lauf. Also ich hätte nie gedacht, dass 4,5 Runden so lang sein können. Ja, und Glückwunsch an dich. Schade für mich, aber immerhin wird es im Finale dann spannend. Und du bist eine faire Verliererin, muss man an dieser Stelle auch sagen. Also du kannst jetzt von dir behaupten, du hast eine Olympiateilnehmerin geschlagen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. 400 Euro, Leute. Tja, hättet ihr mal mehr gesetzt. Glückwunsch. Ja. Am Ende des Tages, ja. Am Ende des Tages habt ihr aber trotzdem alles richtig gemacht, weil ihr wart euch unsicher. Ich hätte wirklich auch nicht damit gerechnet, dass das ein so großes Hindernis ist. Also bisschen leid tut uns das natürlich jetzt schon für die Eva, bei solchen Schmerzen dann nur 400, aber es war halt sauschwer. Hauptsache, sie ist im Finale. Stimmt, genau. Stimmt. Das ist sie. Braucht ja gar nicht leid tun. Und der Jackpot erhöht sich damit auch, weil ihr gut gesetzt habt. Am Ende des Tages ist es safe. Das Geld ist im Finale und darauf kommt es an. 58.400 und Chris natürlich kann sich auch freuen.